gehört die Hypnose zum tatsächlichen Unglaube. Ich weiß jetzt nicht, wie so eine Person arbeitet, aber wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich diese Hypnose ist einfach nur, sind es irgendwelche physikalischen, sage ich mal, Tricks. Und wir haben ja auch vorhin gesagt, dass dieser Zauber, es gibt einen Zauber, der sozusagen durch diese schnellen Handbewegungen, ja, das sind einfach nur schnelle Handbewegungen. Was auch dazu zählt, sind natürlich irgendwelche physikalischen oder chemischen Tricks. Ja, zum Beispiel, ein Gegenstand bewegt sich. Eine Person sorgt dafür, dass ein Gegenstand sich bewegt. Aber das ist nicht, weil irgendwelche Shayatin diesen Gegenstand bewegen, sondern weil er extra ein bestimmtes Material genommen hat, ja, und das auf eine bestimmte, sag ich mal, Temperatur hochgefahren hat, sodass sich das bewegt. Das zählt natürlich hier nicht zur Zauberei. Ja.